da geht's ja nicht um PvP. Da geht's ja einfach nur darum, du baust deinen Charakter auf, gehst auf die Maps und farmst halt Items. Aber hier bauen sie ja noch PvP mit ein, was das Ganze ja. Und wie gesagt, mit dem Bild hat keine andere Waffe eine Chance. Dass es so einseitig ist, das darf eben nicht passieren, dass du mit einem Sturmgewehr und keine Ahnung was keine Chance gegen die Dinger hast. Weil ich meine, was willst du tun gegen eine Waffe, die 1200 Kugeln pro Minute raushämmern kann? Tja. Und jetzt dadurch, dass die Dark Zones ja so klein sind, ist eigentlich fast alles nur noch drauf ausgelegt, auf die Close Quarter Dinger. Da sind die mit der MP natürlich, Vorteil. Was haben wir da? Mein Problem ist jetzt schon. Okay, das ist mittlere Panzerung. Okay. Mein Problem bei dem Game ist jetzt schon das Inventargefrieme, glaube ich. In meiner Nähe versucht einer einen Bunker aufzumachen. Oh Gott, das Inventar ist ja grausam. Muss ich den jetzt eigentlich hin? Ich glaube, der Panzerschacht war in der Richtung. Okay, der erste Ort, wo ich in dem Game gelandet bin, ist gleich so geil gewesen, dass da nur eine Pumpgun lag und eine Pistole. Ist auch schon gelootet. Der ganz großes Kino. Ich brauche eine Waffe, die brauche ich so sehr. Die Pumpgun ist ja nicht schlecht, aber sie macht nicht viel her. Ein Snipergewehr und da ein Sturmgewehr. Das fehlt mir so sehr. Und auch hier wird gelootet. Natürlich nehmen alle Downies erstmal alles mit, was nicht bei 3 auf dem Baum ist.
Oh. Ich weiß jetzt null, wie das in dem Game noch war mit der ganzen Streuung der Waffen, ne? Katsching! MP40, ja moin. Da haben wir doch was Brauchbares gefunden. Los, grüße dich. Ja, das habe ich auch schon gehört, dass das ein sehr interessantes Problem sein soll von dem Battle Royale Modus. Was einigen Spielern 100 pro mies aufstoßen wird und aufstößt. Und zwar die Munition. Okay, jetzt könnte man Ziele erobern, wo besserer Loot droppen würde. Ich gehe da jetzt mal nicht hin. Ich will jetzt erstmal kurz gucken, ob hier in den Scheunen noch irgendwas liegt. Schmerzmittel, okay. Wieder eine Pumpgun, okay. MG-Munition. Ich habe kein MG dabei, und dann nehme ich die Munition auch nicht mit. Logischer. Wow. Logischerweise. MP-Munition nehme ich mit. Oh, hier liegt eine K98, ne? Das war die Schrotflintenmunition. Einfach mal weggeworfen. Jetzt ist das die Frage, wo sind die Visiere und der ganze Bullshit? Falls das nach oben heilen, L1 ist Granate, gehe ich mal von aus. War das Tabs? Ich mal nicht von aus. Hier ist Stuff, MP-Munition. Pistolenmunition können wir mitnehmen. Mauser habe ich gezwitscht. Oh, hier liegt ein MG42. Wenn ich das jetzt anziehe, habe ich jetzt mehr? Nee, okay. Schüsse in der Umgebung. Also ich weiß ja, dass das Campen hier nichts bringen wird. Ich weiß es ja. Ach komm. Ich glaube, da ist eine Granate oder so gelandet bei mir. Oder auch nicht. Hier unten sind die Türen offen. Kommt mir das so vor, da sind die Steps viel lauter als im Original, also im normalen Multiplayer. Oh, ich muss moven. Mal kurz gucken. Oh, Munition sind wir voll. Ah, ne, gib mir mal einen MP40 wieder. In der Feuersturm, der kommt jetzt rum.
Vor allem hier ist ja fast nur Schnee. Gibt's auch schönes Gebiet. Jetzt sind ja die ganzen Leute im Vorteil, die die weiße Kleidung angezogen haben, ne? Weil wir ja nichts sagen. Da gerade Kugeln an mir vorbeigeflogen. Könnte sein, dass 100 Pro noch aus der Richtung was kommt. Maximilian, moin sehen, was geht? Okay, die Feuerwand ist mal eindrucksvoll. Sieht zwar ein bisschen Banane aus, das Feuer, aber was willst du machen? 2019, ne? Hast jetzt auch Battlefield 5? Nice. Ich weiß null, wie das Aiming hier noch war, ne? Wie viel man jetzt vorlegen muss. Vor allem durch das fehlende Zielfernrohr ist es mir eigentlich, naja. Das ist so die klassische Battle Royale Runde für mich, das erste Mal in einem neuen Battle Royale. Erste Runde total dumm abgesprungen, kein Loot. Und unter die 15 Besten gemogelt, ohne einen Kill zu haben. Na, da hinten fighten die. Sollen die mal machen. Das mit dem Hai, das wird mir wahrscheinlich nur das Genick brechen. Der Moment, wenn du wieder überall Sachen siehst, die sich bewegen, obwohl da nichts ist. Boah. So, und jetzt weiß der Luchi da hinten, dass ich eine K habe. Na gut, danke, dass du stehen bleibst, Bro. Oh, und das ist das, was ich jetzt schon hassen werde, tierisch an diesem Game, ne? Das ist der Wahnsinn. Warum ist das Loot-System so gemacht?
so gemacht worden, wie es ist. Das würde mich tierisch interessieren. Warum ist es so, wie es ist? Warum nicht wie in jedem anderen Shooter einfach die Boxen auf den Boden legen? Nein, die Gegner müssen den ganzen Scheiß platzen lassen. Ich verstehe es nicht. Warum hat mich nicht mal getroffen? Das sind. Ich weiß es nicht. Guck mal, du kommst ja hier an einige Sachen wahrscheinlich noch nicht mal richtig. Noch nicht mal vernünftig ran. Gut, ich kann mich jetzt einfach die Kacke dreist hinstellen. Einfach mal kurz warten. So, wir warten jetzt in der nächsten Zone ab und dann moven wir. Na geil, wo ist der jetzt hin? Direkt da hatte er einen umgenietet. Deckung zählt ja in dem Game eh nicht. Das ist ja schon mal das Interessante, das Gute. Aber ich sehe jetzt schon bei dem Ding hier, dass sich der Großteil wieder in irgendwelche. Oha, genau das sag ich ja. Und dann nicht mal den Skill haben, Mann. Heilige Scheiße. Da lag er gerade direkt neben mir, Alter, auf dem Boden, Alter. Dann krieg ich das nicht fertig geschissen, mich zu töten, ne? Ja, moin. Nein! Oh Mann, ich bin so ein Crap. Ich hätte die Runde ja easy haben können.